Jo, ich hab sie gefunden. Manchmal ist es einfach so ein bisschen, ja, versteckt halt. Aber komm, wir machen hier, wir sind ganz schlaue, wir machen hier einen Riesenschrank. Wir brauchen das so dringend. Ja, das mit den Betten ist eine nette Idee. Ich glaube, die werde ich auch öfter mal in Anspruch nehmen. Denn ihr seht ja kaum was. Teilweise nachts ist schon scheiße und ich fände es halt besser, am Tag zu bauen. Die Musik ist so geil. Ja, was nehmen wir denn als... Es gibt eine Sandsteintür. Ach, wie cool. Ich glaube, da werde ich mir doch mal so eine Art Pyramidensystem einfallen lassen. Also, was heißt System? Oh mein Gott, eine Pyramide bauen ist ja auch echt schwer. Ich glaube, da baue ich in diese Dings wirklich einen... So ein, ich sag jetzt mal, ein Casino. Obwohl man das eigentlich, man könnte mal so ein Roulette-Tisch auf den Boden klatschen in Minecraft. Das sähe doch bestimmt cool aus, so Oogie Boogie-mäßig. Yeah. Der Monster-Spawner, den habe ich auch irgendwie noch nie. Da kommen ja nur Schweine raus. Was ich eigentlich schade finde, es wäre ganz lustig, wenn man das mal hätte. Ja, wir brauchen natürlich auch so eine Art Küche. Und nein, das ist jetzt, keine Ahnung, also, was heißt hier eigentlich nein? Das ist jetzt einfach mal so eine Art Theke. So ungefähr sieht mein Tisch aus, auf dem ich gerade spiele. Ich habe auch an der Wand nur so einen, ne, so ein Bieren. Und hier steht, also rein theoretisch steht hier mein PC. Gut, ich hätte rein theoretisch hier zwei Blöcke. Hier vorne ist dann meine Maus. Oh wei, hier meine Boxen und. Also ich habe selber so einen Tisch und finde die sehr, sehr praktisch. Und ja, hier, ne, zum Sitzen muss man ja auch. Gut, ich sitze natürlich nicht so, ne, aber das ist der Essbereich. Da bräuchte man eigentlich auch noch was zum Kochen. Und da machen wir am besten, tja, sieht das aus? Ne, das sieht nicht aus. Warte mal, dann nehmen wir mal Stein. Ja, wo Stein? Oh, Eine Chest können wir nochmal gebrauchen. Das kann erstmal weg. Das kann auch kurz weg. Und dann brauchen wir mal, unterschiedlich? Brennt einer und der andere nicht, oder wie? Ich finde, das sieht irgendwie immer so ein bisschen kommodenmäßig. Jop, what the fuck? Habe ich irgendwas verpasst? Habe ich irgendwie die falsche Box genommen? Was zum Geier war denn das jetzt? Hä? Geil. Muss ich nicht verstehen, oder? Verschwindet... Alter, hey! Verschwindet das alles, oder? Was war das denn jetzt? Oh mein Gott. Ey, bleibt doch mal hier, ihr Spacken. Hey! Seit wann kann man die denn sofort wieder kaputt machen? Hä? Okay. Ich bin ein bisschen verwirrt. Gebe ich zu. Loaded Chest? Locked Chest. Ach so, hä? Nee, lock. Hä? Loaded. Was laber ich denn für einen Scheiß? Okay, ich hab... Ich habe tatsächlich die falsche genommen, glaube ich. Wobei, selbst wenn, die dürfte eigentlich nicht verschwinden. Ah. Tut sie aber was soll's. Uns soll's wurscht sein. Ja, so geht das. Wunderbar. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb. Wurscht, Hauptsache es klappt jetzt. Ja, ich habe halt versucht, das so gut wie möglich auszuleuchten, aber... naja. Will nicht immer ganz so sehr, wie es soll. Eigentlich kann ich hier drin nicht von einem Zombie überrascht werden, denn die Türen sind zu. Hören zu, jawohl. Ja, man muss immer so ein bisschen drauf Acht geben. Dann werde ich euch nämlich jetzt mal zeigen, wie man schläft. Boah, das Geheimnis des Schlafens von Kimiko Lynx. Ja. Da sehe ich schon die erste Spinne. Und wie gesagt, ich bin hier drin auch schon überfallen worden, weil eben nicht alle Bereiche so richtig extrem ausgeleuchtet sind. Aber wie gesagt, hier drin kann mich eigentlich nichts überfallen.
Also gehen wir schlafen. Jö, krasse Kacke, ich find's genial. Juhu! Erleichtert einem doch sehr das Leben. Wurde auch wirklich Eisenbahn. Jeden Mist hatten sie in Minecraft, aber kein Bett. Ja, so. Ja gut, was Deko angeht, kann man nach wie vor nicht so riesig mit prahlen. Ich könnte jetzt noch einen Tisch machen, aber der wird dann wieder so furchtbar riesig. Ja, Tische. Es gibt halt... Tische könnten sie auch mal machen. So rein, wie gesagt, mehr Deko für Minecraft, finde ich. Egal, ich wollte jetzt auch mal zeigen, wie das dann ungefähr aussieht. Oder wie es im Endeffekt ungefähr aussieht hier, dieses Hotel. Ich muss nach wie vor aufpassen. Kann sein, dass noch Spinnen hier sind oder Zombies. Obwohl, Zombies eher weniger, aber Spinnen. Ja, und da wollte ich eventuell dann die Pyramide hinbauen. Weil wenn ich hier schon so viel Sand habe, ich weiß nicht, fände ich lustig. Mach mir hier so ein Urlaubsparadies draus, Roffel. Ja, ich werde jetzt immer mal legen, soll ich euch mal meinen Tempel schon zeigen oder lieber noch nicht? Ich würde mal sagen, wenn, dann muss ich vorher nochmal was gucken. Es kann nämlich sein, dass durch den, durch dieses Gepätsche ein paar Bilder abhanden gekommen sind und die sind in Anführungszeichen wichtig in diesem Ding. Aber sehr, sehr hübsch hier. Gefällt mir. Ja, wie gesagt, das hier war ja vorher weiß und alles sah vorher besser aus, aber... Ach, Himmel. Ich hätte es mir aber auch denken können. Ja, der geheimnisvolle Brunnen. Und was ich jetzt auf jeden Fall mal machen werde, die Treppe runtergehen würde ich ganz gern. ich denke mal, ich mache mehr aus Holz, denn irgendwie geht mir diese Steinkacke irgendwie auf die Nerven. Ich meine, es ist ja ganz nett, aber irgendwann muss auch mal wieder Holz ran. Und ich denke mal, ich mache hier so ein kleines Bauerndörfchen, so wirklich aus Holz mit Scheune und so. Und das finde ich, also mal gucken, wie es aussieht am Ende. Ich habe momentan leider so furchtbar viel... Was heißt leider? Ich habe so viel zu spielen. Ich habe Minecraft zu spielen, ich habe Warcraft zu spielen. Ich beschwere mich ja jeden Part drüber. Aber es ist einfach so. Pikmin! Pikmin. Irgendwann muss ich nochmal was bauen, habe ich auch schon gesagt. Schon eine Milliarde Mal. So, ja, diese ganzen Sachen. Es ist, ich will irgendwie immer in Warcraft, wie in Warcraft, das Laufen automatisch einstellen. Und nebenbei ins Menü gehen, aber das geht halt nicht hier. Blöd. So. Ja. Ich überlege, was ich hier alles mal hinbauen kann. Immer so stupide außen rum. Bauen ist halt auch nicht so das Gelbe vom Ei, aber... Okay, gut. Erstmal den ganzen Mist hier weg. Betten brauche ich im Moment auch nicht. Ich meine, irgendwann ja, aber im Moment nicht. Spitzhacke kann da bleiben. Schwert, vorsichtshalber, man weiß ja nie. Holz, 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 Holz. Das ist gehacktes Holz. Gehacktes Holz, ich weiß. Brauche ich eigentlich alles. Das da, das da, das natürlich nicht. Wozu soll man bitte hier so, ne? Um einen großen Baum zu machen, ich weiß es nicht. Das mit dem Sandstein finde ich sehr, sehr cool, dass sie das endlich mal gemacht haben, denn jetzt kann ich, wie gesagt, Pyramiden bauen. Das ging vorher nicht, weil Sand Gravitation besitzt, im Gegensatz zu allem anderen, was ja so logisch ist, ich weiß. Aber ja, Sand fällt halt runter, wenn es in der Luft schwebt. Oder, ne, wenn es, also da, wo andere Blöcke schweben, da fällt Sand eben runter, wie auch immer. Hehehe. Und es ist jetzt endlich mal braun, das vorher, dieses Rot, das hat mich so angenervt, das sah so furchtbar extrem aus, voll die Villa Kunterbunt. Ja, wo fangen wir denn am besten damit an? Hier gleich? Oder da hinten? Ich würde mal sagen, da hinten. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Leerlauf zwischen, mal gucken, was wir da machen. Und ja, ich weiß, ich baue das alles sehr, sehr bröckelig auf, also soll heißen, irgendwie so puzzelmäßig, da mal hier ein Stück, da mal da ein Stück, da mal hier und hü und hot und... Aber naja, meine Güte. Ist bei mir halt ein bisschen kompliziert. Was machen wir denn zuerst? Die Scheune?
Wenn ich die Scheune bauen will, dann sollte ich die aber wirklich hier in die Nähe bauen. Weil die vorne raus gucken soll, blöde gesagt. Keine Ahnung, wie ich das jetzt beschreiben soll. Die Scheune wird in diesem Holz bleiben. So richtig ganz stupide. Und schlicht. Möp. Total abgehackt. Möp. Hat sich's gerade anders überlegt. Ist ja gut, ganz ruhig. Wie gesagt, es wird nur eine Scheune. Das wird jetzt absolut nichts Großes. Das wird auch groß keinen Inhalt kriegen. Das ist reine Dekoration für die Welt, sag ich mal. Kann ich einen Zombie-Spawner reinstellen? Kommt da so lauter Zombies raus? Eigentlich eine lustige Idee, so Scheunen-Zombies. Und was mir gerade einfällt, ich wollte ja auch noch Plants vs. Zombies spielen. Das muss ich auch noch machen. Uiuiui. Ich glaube, ich habe schon wieder ganz schön... Ja, was heißt lang? Aber ich glaube, ich will diesen Part hier beenden. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang er geworden ist. Das soll Baum sein? Echt? Bröckelbaum, egal. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Die Freude war ganz eurerseits. Bye, bye.